zwei alte Männer, die alle Quittungen des Lebens aufbewahrt haben. Im Kopf abgespeichert, abgelegt in den Akten. Eine doppelte Buchführung, eine letzte Abrechnung. Wer schweigt, ist schuldig. Wer redet, muss gestehen. Beim Verhör wandelt sich Zeit in Schmerz. In der Zelle wandelt sich Zeit in Erinnerung. Irgendwo sind die Akten aufbewahrt. In irgendwelchen Karteikästen befindet sich eine andere Version meines Lebens. Eine Bürokratie voller Unterstellungen. Ein gut abgehangenes Fehlurteil. Wenn ich akzeptiere, dass meine Wahrheit unsichtbar bleibt, wenn ich sterbe, bevor mein Widerspruch öffentlich vernommen wird, wird die Sicht der Täter unangefochten weiterherrschen. Bei dem Schaitanow musst du ein wenig einlenken, ein bisschen was rausrücken. Ihn mürbe machen, ins Leere laufen lassen. Die Tür zuknallen kannst du nur bei denen, die sie dir nicht einrennen. Den anderen musst du einige Knochen zuwerfen, damit sie was im Maul haben, auf dem sie rumkauen können. Ob sie rausfinden, welche Kreise vor drei Ewigkeiten Berichte über sie verfasst haben, kann uns doch egal sein. Sollen sie ruhig kleine Fische fangen, bis ihnen das Gebiss aus dem Maul fällt. Ein Stänkerer, der fühlt sich nicht lebendig, wenn er nicht rumkrakehren kann. Das ist ein Unbelehrbarer. Meiner Erfahrung nach gibt's keinen Knüppel, der für seinen Dickschädel taugt. Wenn der wieder unterwegs ist und aktiv, geht's aufmerksam sein. Der ist in der Lage und legt uns ein Häufchen Scheiße mitten auf den frisch ausgeklopften Kehlim. Die Furchtsamen gestehen sich mildernde Umstände zu. Wir hatten keine andere Wahl. Wir haben es getan, um unsere Liebsten zu schützen. Wir haben Schlimmeres verhindert. Wir haben niemandem Schaden zugefügt. Ich nehme Ihnen nicht die Schwäche übel, sondern die nachträgliche Rechtfertigung dieser Schwäche. Um nicht selbst im schlechten Licht zu erscheinen, sind Sie bereit, alles Licht auszuschalten. Nur wenn man Angst vor dir hat, hast du Macht. Angst wird in den Archiven gezüchtet. Und die kontrollieren wir. Die Wahrheit wird an die Oberfläche geschwemmt werden, wie die Leiche eines Ertränkten.